Hi Leute, willkommen zu meinem Weihnachtsspecial. Ja, wir haben jetzt endlich Weihnachten und wir haben gerade schon Heiligabend. Ich habe meine Geschenke noch nicht bekommen und ich dachte, ich werde sie mal jetzt mit euch holen und anschauen. Und meine Eltern wollen irgendwie die Kamera übernehmen, habe ich nicht verstanden warum. Aber auf jeden Fall müssen wir auf den unteren Hof. Und dann werde ich jetzt gleich mal meinen Vater, die Kamera überreichen. Und bei uns ist es noch ziemlich hell. Aber ja, ist ja besser. Und jetzt überreiche ich meinem Vater mal die Kamera. Genau. So, also die Mia. Was ist denn eine Mia, ey? Ich bin nämlich Reitlehrer, deshalb bin ich so ein bisschen durcheinander, ne? Die Anita, die ist gerade runter. Und sie hat eine ganz besondere Sache zu Geburtstag von uns. Und zwar ein Pferd. Und noch ganz viele Kleinigkeiten. Zuerst darf sie nur die Kleinigkeiten sehen. Haben wir ja schon gesagt. Also nicht wundern. Und wir gehen jetzt auch mal mit euch gemeinsam runter. Super, Anita. Viel Spaß mit deinen Geschenken. Oh mein Gott, die sind ja schön. Und warum darf ich nach da hinten nicht gucken? Eine Überraschung, gell? Ihr wisst ja schon, was es ist. Aber noch eine Überraschung, ne? Oh Mann. Okay. Oh, ich bin so gespannt. Also ich bin hinter der Kamera, genau. Okay, ich bin jetzt so gespannt. Zum Glück, die sind nicht eingepackt, die Sachen. Super. Finde ich immer besser, weil dann dauert es immer so lange. Okay. Oh mein Gott, eine Abschwitzdecke. Danke. Eine Abschwitzdecke. Ich wollte schon immer mal eine Abschwitzdecke haben. Die werden wir dann später mal auf Prinz ausprobieren. Dann habe ich hier ein Herz für Pferdeleckerlis. Die sind ja richtig groß. Oh, schaut mal, was für leckere Leckerchis da sind. Und da ist so ein Ding drüber. Oh, wie lecker. Oh, sieht so lecker aus. Mit so Herzchen geschmückt. Danke. Oh, die werden bestimmt so lecker sein. Boah, die Packung ist vor allem richtig süß. Dann haben wir hier, oha, was für eine schöne Decke. Erstmal gehen wir mal nicht zur Decke, sondern erstmal zur Schabracke. Die ist ja so schön. Oh mein Gott. Die hat hier so einen Stern an der Seite. Und die ist ja richtig cool. Die muss ich danach mal ausprobieren. Auf jeden Fall sehr, sehr schön fällig und richtig cool. Warm vor allem. Stelle ich mir richtig gut vor. Dann ist hier noch ein neuer rosa Strick. Oh, passt richtig gut zu Belle. Also Belle, Rubien. Muss ich mal bei denen allen ausprobieren. Der ist richtig schön. Ist der von Eskadron? Gibt es überhaupt Eskadron? Heißt der, ich glaube schon. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön. Jetzt kommt hier der größte Highlight. Oh mein Gott. Also, hier hat sie so einen Verschluss, dass man das so zumachen kann. Hier hat sie so einen Stern. Hier ist noch so ein Verschluss. Und oh, hier hinten auch noch sowas für den Bauch. Der Verschluss hier ist so ein Haken und da kann man den so da dran machen. Richtig cool. Das ist eine richtig coole Winterdecke. Die muss ich auf jeden Fall... Boah, oh mein Gott, ich freue mich so. Auf welchem Pferd werde ich das denn benutzen? Meine Güte, ey. Ich bin voll... Habe ich überhaupt gerade aufgenommen? Komisch. Aber auf jeden Fall richtig schön. Oh, auf welchem Pferd werde ich das benutzen? Und so ein Bäumchen. Aber das haben wir jedes Jahr. Wir haben jetzt keinen Weihnachtsbaum. Und da sind meine ganzen Freunde und da ist die Emma. Und jetzt werden wir mal schauen, was sich hinter dem Herz verbirgt. So, ihr Lieben, mein Vater nimmt gerade immer noch auf. Und ich habe extra noch nicht geguckt, was hinten ist. Jetzt wurde jetzt die Seite weggemacht. Auf jeden Fall, ich sehe gerade gar nicht, was in der Kamera läuft. Aber kannst du mal filmen nach hinten, wer da alles so steht? Steht da überhaupt jemand? Ja, gell, da habe ich davor gesehen. Natürlich stehen da Leute. Oh, ich bin so gespannt. Wer steht da alles? Oder nur meine Mutter? Wo ist überhaupt meine Mutter? Da hinten bestimmt, ne? Oh, okay. Die ist so happy, wird jetzt gleich ausrasten. Was hast du gesagt, Papa? Nichts. Lass dich mal überraschen. Okay. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Was ist das große Geschenk? Ein Auto? Nein. Was ist das für ein großes... Ein Transporter? Ein eigener Transporter? Dreh dich einfach um. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Am Ende so eine Kuh. Oh Gott. Sag jetzt nicht, das ist ein Pferd. Sag jetzt nicht, das ist ein Pferd. Pferd, wenn du es bist, irgendein Pferd, dann hast du dich verraten, Pferd, ey. Okay, drehst du dich jetzt um? Oh mein Gott!
Der ist für mich. Der ist wirklich für mich. Ist der für mich? Was denkst du denn? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ist für dich. Ich will dich jetzt nicht irgendwie durcheinander bringen. Mein Pferd. Ja, Schatzi, das ist dein Pferd. Oh mein Gott! Ich glaub's nicht. Ich dreh durch, das kann nicht sein. Das ist jetzt nicht wahr. Oh, meine Schatzi hübscher. So schön. Oh, er ist wirklich jetzt mein eigenes Pferd. Mal hier. Er ist wirklich mein eigenes Pferd. Ja, ist er wirklich. Oh, danke. Ich drehe durch. Oh Gott, danke. Oh Mama. So, ich bin gerade die Christi. Es wurde grad, mir gerade die Kamera überreicht. Das freut sie wirklich sehr. Oh mein Gott, danke, danke. Oh Gott, Leute. Herzlichen Glückwunsch, Anita. Herzlichen Glückwunsch, Anita. Oh, viel Spaß mit dem Pferd, ne? Danke. Oh, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit deinem Pferd. Hab eine schöne Zeit, ja? Viel Spaß mit deinem Pferd. Hab eine ganz, ganz schöne Zeit. Hab eine ganz schöne Zeit, ne? Viel Spaß mit deinem Pferd. Oh, hi. Oh, das ist übrigens Eva, die beste Freundin von Anita. Und jetzt ist es wirklich wahr. Das ist dein Pferd, Anita. Danke. Leute, wer hat das Pferd bezahlt? Also, ehrlich gesagt, Schatzi. Das haben wir bezahlt, aber von den ganzen, die du jetzt da hinten alle siehst, die haben mitbezahlt. Was? Wie viel haben sie bezahlt? Jeder hat ein Teil angeboten und jeder hat dein Pferd bezahlt. Oh mein Gott, ich kann gerade nicht mehr. Dankeschön, Leute. Ihr seht, das ist mein Weihnachtsgeschenk. Und die ganzen Sachen waren da wohl auch für ihn. Oh mein Gott, das wird dir so gut stehen, Hübsches. Jetzt werden wir eine ganz schöne Zeit miteinander verbringen. Ich bin so happy und ich kann es nicht mehr abwarten, mit ihm schon heute noch zu trainieren. Und ich bin so glücklich gerade. Danke nochmal. Bitte, bitteschön. Danke für die tollen Geschenke. Leute, ich bin so happy. Ich spreche gerade die Stimme nach. Also, gerade noch die Chrissy gefilmt und ich spreche gerade die Stimme nach. Ich bin gerade so happy. Leute, ich danke euch alle ganz herzlich fürs Zuschauen. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Also werdet ihr demnächst ganz viele Videos mit meinem Pferd sehen. Und zwar weiß ich jetzt auch schon seinen Namen. Und zwar heißt er First Recast. Das finde ich ein richtig cooler Name. Oh, ich bin so happy. Eine ganz schöne Zeit werde ich mit ihm verbringen. Und in den nächsten Videos werdet ihr dann mehr erfahren. Genauso wie ich. Ich kenne ihn ja auch noch gar nicht. Und danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich bin gerade so happy. Und was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Christi ist jetzt in seiner Box. Ich werde jetzt noch ein bisschen kuscheln und in der Nacht werde ich die Schleife wegmachen. Hier ist seine Abschutzdecke. Ich habe ihm jetzt noch nicht die Stalldecke hingelegt. Hier seine Decke, hier seine Trense und hier sein Sattel und diese Reflektoren, Schabracke und hier steht First Recast. Ich bin so happy und ich hoffe, euch hat's gefallen, wie gesagt. Und ich werde heute noch nicht mit ihm reiten. Ich möchte ihn jetzt nur mal in Ruhe lassen. Erstmal fangen wir mit der Arbeit an, natürlich mit euch. Und tschüss!